Hi, mein Name ist Hendrik Lennartz und ich möchte dir heute mal von meinem neuen Business-Baby erzählen, okay? Ich beschäftige mich seit über 11 Jahren jetzt schon mit dem Thema Growth Hacking und muss aber gestehen, dass ich den Begriff selber auch erst seit 4-5 Jahren so kenne und bedeutet auch, dass ich vorher nicht wusste, dass mein Beruf so einen richtig coolen Namen hat, nämlich Growth Hacker. Und jetzt schon seit genau einem Jahr baue ich meine eigene Company auf. Das ist die Growth Hacking Academy, mit der ich Startups, Unternehmen, also Teams von Unternehmen oder auch Corporates einfach dabei coache, die perfekte Growth Hacking Umgebung für sich aufzubauen. Meine Idee damals war, jeden Monat in einer anderen Stadt ein Bootcamp anzubieten, um möglichst viele Leute an möglichst vielen Standorten auch zu erreichen. Und das habe ich gemacht in Köln, in Düsseldorf, in Frankfurt, in München, in Berlin, in Hamburg, in Stuttgart, also wirklich in den, ich sage jetzt einfach mal, Großstädten von Deutschland. Macht mega Bock, funktioniert super gut. Deshalb haben wir über 1000 Leute insgesamt mit unseren Coaching-Sessions erreicht. Das macht mich super stolz. Ich merke aber so, dieses Thema ist mir so wichtig und liegt mir so am Herzen, dass ich halt sage, so Deutschland, glaube ich, reicht nicht. Also wir können das gleich jetzt dieses Jahr wieder machen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, man müsste das international machen. Jetzt kann ich natürlich meine Bootcamps auch im Ausland anbieten, das mache ich auch. Ich war dieses Jahr schon in Wien, es geht bald nach Zürich, ich will nach Amsterdam, ich will nach Paris. Das kann ich alles machen. Ist aber super viel Arbeit, wenn das alles nur so von einer Person irgendwie kommt. Und deswegen überlege ich als Growth Hacker natürlich die ganze Zeit nach irgendeinem anderen Weg, wie man wirklich diese Growth Hacker, diese Growth Hacking Community in Europa besser aktivieren kann. So, da gibt es die alte Idee eigentlich, okay, muss man eine Konferenz anbieten. So, jetzt gibt es SEO-Konferenzen, Online-Marketing-Konferenzen, Conversion-Optimierungskonferenzen und so. Also gibt es noch und nöcher, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auch in ganz Europa. Ich persönlich muss sagen, ich habe eine kleine Familie und die Zeit mit der Familie ist mir super wichtig. Ich finde es mittlerweile mega nervig, dass ich da hinfahren muss. Das ist immer mindestens ein Tag, manchmal 2 Tage. Das muss man organisieren. Und dann ist man da, man kann zwar mit den Leuten direkt sprechen und so, das ist auch alles gut und schön, aber irgendwie so mein Modell ist das nicht mehr. So, und dann inspiriert von meinem Lieblings-Growth-Hacker Neil Patel, der sehr, sehr viele Online-Konferenzen anbietet in den USA. Ich habe gesagt, okay, das passt auch irgendwie zu Growth-Hacking, lass uns doch eine Online-Konferenz nur zu dem Thema Growth-Hacking machen. Wir machen das vom 14. Mai bis zum 18. Mai, das heißt über eine Woche gestreckt. Das heißt, ihr habt auch genug Zeit, euch die besten Sessions rauszupicken. Sessions ist ein gutes Stichwort. Ich bin mega stolz drauf. Wir haben über 25 wirklich top internationale Growth Hacker akquirieren können, die bereit sind, euch die besten Geheimnisse, ihre besten Growth Hacks, ihre besten Fuck-Ups, die ich ja selber immer am interessantesten finde, mit euch zu teilen. Und das Einzige, was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist, dass du dir dein Ticket sicherst auf growtheurope.com. Und was mich natürlich noch mehr freuen würde, wäre, wenn du das Video cool findest, wenn du das Thema cool findest und das an deine Freunde, Kollegen oder so, für die das Thema Growth Hacking auch wirklich überlebensnotwendig sein könnte, weiterleitest. Also www.growtheurope.com. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich, wenn du das Video sharest und wir sehen uns dann hoffentlich im Mai. Mach's gut, bye bye.